Ansonsten gibt's nur eine goldene Regel. Schön schwitzt nicht. Wer auf einer Vespa im Sommer unterwegs ist, sieht wahrscheinlich immer schick und cool aus. Ne? Benjamin König, Vespa-Fan der ersten Stunde gewissermaßen, hat einen Rollerladen in Berlin. Gibt's so ein typisches Vespa-Sommer-Outfit? Ja, das ist ja das Schöne am Vespa-Roller. Man kann eigentlich anziehen, was man will. Man sollte vielleicht die mindesten Sicherheitsvorschriften beachten. Handschuhe, Nierengurt und einen halbwegs vernünftigen Helm. Aber ansonsten kann man eben im Jackett auch mal fahren und muss sich nicht in dicke, schwere Lederklamotten hüllen. Ganz ehrlich, machen Sie das, wenn Sie mit der Vespa fahren, soll man Nierengurt und Handschuhe? Ohne Flunkern? Helm, ja. Handschuhe, wenn ich dran denke. Und Nierengurt bin ich ein extremer Muffel. Ja. Ja. Sieht irgendwie auch uncool aus, oder? Ja, und es schwitzt und es drückt und dann lieber eine Blasenentzündung und gut ist. Okay. Also Vespa ist eine Leidenschaft fürs Leben. Das heißt zwar im Italienischen und im Lateinischen die Wespe. Wann hat sie diese Leidenschaft zum ersten Mal gepikst? Auf der Suche nach einem adäquaten Stadtgefährt, was ich selber handeln kann, und ich bin nicht besonders begabt in technischen Dingen, wo Ersatzteile verfügbar sind und was trotzdem so den Kultstatus hat, eine Legende, nichts Neues, darf euch ruhig ein bisschen angegriffen aussehen, und das ist so mein Stil. Und Benjamin ist nicht der Einzige, der diesen Kult auch wirklich lebt. Wir schauen mal in die Geschichte des Kultrollers Vespa. Italien ohne Roller, das wäre wie Italien ohne Pizza. Und das seit 62 Jahren, seit Enrico Piaggio 1946 den Motorroller erfand. Doch nicht nur die Mädchen in Italien fuhren damals auf die Vespa ab. Längst hat der Retro-Roller unsere Innenstädte erobert. Zehntausende machen ihre Stadtfahrten nicht mehr mit dem Auto, Bus oder Bahn. Sie schlängeln sich gekonnt auch durch den dicksten Verkehr. In Berlin ist es halt, hat es diesen wahnsinnigen Vorteil, dass man schön schnell ist. Also man ist halt super schnell, weil man kann, das ist zwar nicht so ganz erlaubt, aber hin und wieder mal die Busspur benutzen und so weiter. Und also man hat schön Fahrtwind. Das ist so, glaube ich, das, was man ja wohl Freiheitsgefühl nennt. La Dolce Vita in Berlin, auf dem Roller durch den Sommer. Mittlerweile eine Massenbewegung, denn die kleine 50-Kubik-Maschine kann man mit einem normalen Autoführerschein fahren. Das Lebensgefühl ist mit dabei. Wenn man da irgendwie draufsetzt, dann fühlt man sich sofort so wieder ein bisschen wie im Urlaub, wenn schönes Wetter ist, man kommt natürlich durch die Gegend. Und wenn ich dann irgendwie Kummer habe, dann setze ich mich auf den Roller, fahre eine halbe Stunde und dann ist alles wieder gut. Das erspart mir dem Psychiater. Der italienische Kultroller hat außer seinen therapeutischen Fähigkeiten noch viel mehr zu bieten. Denn bei den Vespas der wilden 50er Jahre bekommen die wahren Rollerpiloten auch schon mal erotische Gefühle. So sollen die Rundungen der Kotflügel exakt den Rundungen von BH-Körbchen entsprechen. Das klingt spannend, Benjamin König. Haben Sie auch erotische Gefühle beim Vespa-Fahren, ganz ehrlich? Ja, das ist schon ein sehr schönes, freies Gefühl, wenn man so leicht bekleidet an den Autofahrern, die stark schwitzen, in ihren Käfigen sitzen, vorbeirollt. Ja, geht schon in die Richtung. War das Legende, was wir gerade gehört haben, dass also die Rundungen an der Vespa der Körbchengröße von Büstenhaltern nachempfunden sind? Also das kannte ich jetzt noch nicht. Sehr schön. Man ich kenne eher den direkten Vergleich, wenn man sich gerade mal hinter so einer älteren Roller guckt. Hier sind wunderschöne Rundungen. Und wenn man dann dahinter steht, was man eben auch gerade schön gesehen hat, das ist schon sehr ansprechend alles von den Formen. Wenn man sich so die ganz neuen Teile anguckt, sind ja hochmodern, diese Vespa-Roller. Würden Sie so einen auch fahren oder muss es so ein Oldtimer sein? Also wenn ich irgendwann mal in die Situation komme, dass ich mit dem Roller jeden Tag pünktlich zur Arbeit kommen müsste und nicht die von mir mittlerweile erlernten Fähigkeiten habe, dann würde ich vielleicht mir ein Neufahrzeug nehmen, aber nein, eigentlich nein, gar nicht. Eine Frage habe ich noch, was so die Sitzhaltung angeht, weil bei uns war es so früher so Motorroller fahren, Schwalbe oder sowas, das war für Jungs eigentlich uncool, ja? Weil man saß da so ein bisschen drauf, so irgendwie, ja, man wollte eigentlich auf dem Motorrad liegen. Wie sitzt man ordentlich auf dem Motorroller, auch als Junge? Da sitzt man so drauf, dass man gemütlich sitzt. Ja. Wenn man zu zweit sitzt, dann ist es eh gemütlich, weil die Sozia sich schön an einen ranpresst. Aber ansonsten kann man da ganz gemütlich draufsetzen und auch eben gerade im Gegensatz zum Motorrad schön aufrecht den Wind entgegenbrausen. Wenn man sportlich fahren will, dann eher? Ja, natürlich. Wenn man dann unbedingt mal die Motorradfahrer ärgern will, dann muss man sich ein bisschen ducken. Dann wird es anstrengend. Geht auch, ist aber nicht die entspannte Rollerhaltung. Danke, ja? Benjamin. Also das sind wirklich Oldtimer. Und wir haben auch noch einen jungen Mann, dem ja, geht das Herz auf, wenn er diese Maschinen sieht. Alex Bohner, der schiebt noch einen kleinen rein hier. Ihr Applaus. Man nennt ihn auch
Man nennt ihn auch den Blechkünstler, weil er selbst aus alten, verlotterten Vespas noch was zaubern kann. Hm. Was ist das Schwerste beim Aufarbeiten von alten Vespas? Na, ein großes Problem ist die Karosserie, die natürlich in 40 Jahren sehr leidet. Der Roller hier ist vom Baujahr 58. Da sind oft die Trittbretter durchgerostet oder die Beinschilder stark verbeult, auch die Backen. Und im Normalfall werden die dann sandgestrahlt und um alle Schwächen zu sehen, dann wieder geschweißt und ausgebeult, der Motor überholt, wieder frisch lackiert und zusammengebaut. So eine neue Vespa, glaube ich, kann bis zu 5.000 Euro kosten. Was kostet so ein Liebhaberstück, wenn es mit ganz viel Leidenschaft von Ihnen auch wieder aufgebaut ist? Also wenn wir hier das Beispiel halt hier nehmen, die ist komplett neu aufgebaut und da kommen wir dann schon in den Bereich von auch 3.000 bis 5.000 Euro, je nachdem wie viele Teile fehlen oder kaputt sind und was für eine Lackierung gewünscht ist. Ja. Da gibt es natürlich auch Preise bei den Preisunterschiede bei den Lacken und aber die sieht wunderschön aus und man fährt in der Tat dieses alte Vespa-Gefühl noch. Und ich bin ganz gespannt, Angela, ob es Zuschauer gibt hier bei uns im Sommergarten, die sich das auch mal trauen, so mit der Vespa zu fahren. Ja, zuerst würde ich ganz gerne mal klären, wer von Ihnen schon mal Vespa gefahren ist. Hallo? Dann wird es aber höchste Zeit und Sie haben schon mal die Hand hochgehoben. Das heißt, Sie wollen es versuchen. Ja. Warum? Ja, ich finde das ganz schön. Ich würde mal ganz gerne drauf sitzen. Ich finde, Sie haben sich auch heiß genug angezogen für die Operation. Lassen Sie uns einfach mal rübergehen zum Roller, bitte. Und jetzt müssen Sie mir natürlich noch eine Frage beantworten. Fahren Sie jetzt wegen des jungen Manns mit oder wegen der Vespa? Ach, beides. Beides, ne? Kann ich gut verstehen. Also dann mal rauf auf das heiße Gerät. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Runde, die Sie hier durch den ZIP Sommergarten drehen. Näher ran. Tschüss. Ja, und da brausen Sie davon. Alex und Benjamin haben das jetzt beobachtet. Ist denn so eine Vespa auch wirklich alltagstauglich? Kriege ich da auch was mit transportiert? Kann ich da auch mal eine Aktentasche mitnehmen? Ja, wir haben hier Staufächer, hier zum Beispiel in der Seitenbacke, da passt ziemlich viel rein. Okay, hier kommt vielleicht kurz Zeit nochmal. Ja, es gibt dann auch, wie bei diesem Modell, hier vorne noch ein Gepäckfach und ansonsten auch Gepäckträger, wie an dem weißen Modell da drüben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, vorne, hinten Gepäck drauf zu packen. Was war denn Ihre längste Tour mit einer Vespa? Nochmal erwischt, ich bin gar kein großer Tourenfahrer. Nee. Ich genieße das Rumfahren in der Stadt und wenn ich nach Italien fahre, dann nehme ich meinen Roller mit. Aber dann packe ich den auch da aus und fahre schön an den See und durch die Berge. Aber diese Kilometerfresserei, finde ich, ist ein Roller für mich nicht das richtige Fahrzeug. Bei Ihnen, Alex, längste Tour? Von München nach Berlin in kleinen Etappen. Immerhin. Ja. Auf der Autobahn? Nee, geht nicht, ne? Nur Landstraße. Ja, geht schon, aber macht keinen Spaß. Also Landstraße schön, die kleinen Städtchen erkunden und so. Das macht jetzt Spaß. Mal Jungs, Hand aufs Herz. Wie hoch ist der Flirtfaktor bei so einer Vespa, wenn ihr unterwegs seid? Ja, ich bin verheiratet, ich bin raus. Aus sicherer Quelle weiß ich aber, dass es sehr gut funktioniert. Ja? Wer springt darauf an? Es kommt sehr gut an bei den Damen. Ja. Alex, bei Ihnen? Ja, ich bin auch vergeben, aber es ist durchaus machbar. Wir reden nachher noch mal weiter. Also danke für euren Besuch. Hat mir viel Spaß gemacht hier mit diesen Vespas. Wünsche euch noch viele alte Vespas, die ihr wieder aufmöbeln könnt und dass ihr diesen Kult auch noch weiterleben könnt. Ich bin sehr gespannt, was ist mit unserer Zuschauerin geworden ist, Angela. Schon wieder angekommen? Also ich frage mich erstmal, wo die überhaupt abgeblieben ist. Ja, hat irgendwie ein erstklassiger Partnertausch stattgefunden. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Nee, alles gut. Ich wollte meine Arme hier so drumlegen, da hat er sich ein bisschen gewehrt. Genau, das ist ja auch genau die. Eigentlich war es so der erwünschte Kontakt, oder? Also ich bin noch nie hinten auf so einer Vespa mitgefahren. Weil sonst immer vorn. Ja, hinten fahren natürlich die Mädchen, das ist doch ganz klar. Das gehört sich so. Und das ist ja auch nicht die erste Tour, wie wir gerade schon gehört haben, sondern Sie waren mal ein riesengroßer Fan. Ja, also ich bin so Ende der 70er, Anfang der 80er immer nach Griechenland gefahren und dann immer auf den Inseln, immer mit dieser Vespa rumgefahren, 2-3 Wochen, das war ganz großartig. Und da habe immer gesagt, wenn ich es mal schaffe und wenn ich mal 40.000 Mark zusammen habe, ja, dann gehe ich auf eine griechische Insel, mache einen Vespa-Verleih auf und für den Rest meines Lebens werde ich Vespa verleihen. Aber ich habe leider nie so viel Geld zusammen. Ist ein Comedian, wie er im Buche steht. Ingolf Lück ist heute bei uns im ZIP-Sommergarten. Wir freuen uns riesig. Das war eine schöne Schnurre aus dem Privatleben. Nachher wird er uns noch ein Stück aus seiner aktuellen Show bieten. Dafür erstmal ganz vielen Dank. Ich weiß, Sie werden sich schwer trennen. Sie müssen aber irgendwann, weil dann geht es auf die Bühne, auf die ZIP-Sommergartenbühne. Okay. Und wir haben natürlich noch mehr über die Promis dieser Welt im Star Report. Verliebt, verlobt, verheiratet. Wie weit geht die Berben mit ihrem neuen Lover?